Alles, was ich mach, ist Kunst. Mein Malkreidenset ist wie KZ-Offiziere abgestumpft. Jeder Text eine verbale Mona Lisa. Wenn da nicht wäre, das grammatikalische Fehler. Ich treffe den Takt zu einem romantischen Abendessen. Wir bestellen Weißwein und lassen uns die Karte geben. Während der Takt sich frisch macht auf der Damentoilette, vergifte ich sein Glas mit einer Überdosis Schlaftabletten. Ach, Mann, ich bin sowas von unreif. Sido hatte seine Maske, ich hab meine Dummheit. Und weil mein Psychotherapeut das so unterschreibt, wurde ich Hip-Hopper, da braucht man nicht wirklich klug zu sein, Bruder. Doch wenn ich wieder diese Texte flow, wird der Hund in der Pfanne verrückt, wie im China-Restaurant. Yes, yo. Fühl diesen Beat, Baby, shake ya. Body wie Charlie Sheen in der Reha. Yeah, Baby, es ist der Intellektuelle. Du kannst mein Gedankengut im Internet bestellen. Geh auf youporn.com und zieh dir meine Kunst rein. Ich bin eine Gefahr für deine psychische Gesundheit. Baby, es ist der polemische Künstler. Mit jeder Zeile male ich poetische Bilder. Ah, yeah, aber das ist nicht weiter verwunderlich. Bei meiner Geburt habe ich ein bisschen zu wenig Luft gekriegt. Darf ich mal ein ganz offenes Wort mit dir sprechen? Aber ja doch, Ingrid. Schmeckt dir etwa mein Kaffee nicht? Doch, dein Kaffee ist wunderbar. Nein, es geht um was anderes. Es geht um dein WC. Mein WC? Weißt du, Babsi, vielleicht solltest du wirklich mal... Aber ich putze es doch jeden Tag. Es ist doch ganz sauber. Doch, sauber ist es schon. Aber ist es auch kristallrein?